Das Zuhause der vierköpfigen Familie war eine winzige Kuchelkabinettwohnung mit Blick in den Hinterhof in Wien-Gumpendorf, damals einem Bezirk der kleinen Leute. Aufgewachsen mit seiner Mutter, einer Arbeiterin, die sich scheiden ließ, als Oskar 6 Jahre alt war und gerade mit der Schule begann. Zeit seines Lebens hat um die Liebe und Anerkennung seiner Mutter gekämpft. Leicht hat er es nie gehabt. Und der Schatten seiner Kindheit hat ihn überall hin begleitet. Oskar Werner hat damals schon mit seiner einzigartig schönen Stimme und Sprachmelodie auf sich aufmerksam gemacht. Sein Wunsch, Schauspieler zu werden, blieb von da an in der Schule nicht verborgen. Oskar Werner war 15 Jahre alt, als er den größten Schock seines Lebens hatte. 70 alte Universitätsprofessoren, die zweimal mit Fußtritten, mit dem Zaunbürstel des Trottoirs waschen, weil sie Juden waren. In der Kristallnacht habe ich gesehen, wie die SA die Bücher Stefan Zweigs und Adolf Schnitzers verbrannt. Er wurde in eine Uniform gezwungen und zum Arbeitsdienst geholt und dann zu den Fahnen gerufen für Führer, Volk und Vaterland. Für ihn als Pazifisten von Kindheit an, wie für so viele Menschen, eine schreckliche Zeit. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht. Du wirst es kennenlernen. Dort stehen die Prokuristen stolz und kühn in den Büros, als wären es Kasernen. Dort wachsen unterm Schlips Gefreitenknöpfe und unsichtbare Helme trägt man dort. Gesichter hat man dort noch keine Köpfe. Und wer zu Bett geht, pflanzt sich auch schon fort. Wenn dort ein Vorgesetzter etwas will, und es ist sein Beruf, etwas zu wollen, steht der Verstand erst stramm und zweitens still, die Augen rechts und mit dem Rückgrat treu. Die Kinder kommen dort mit kleinen Sporen und mit gezogenem Scheitel auf die Welt. Dort wird man nicht als Zivilist geboren, dort wird befördert, wer die Schnauze hält. Kennst du das Land? Es könnte glücklich sein. Es könnte glücklich sein und glücklich machen. Dort gibt es Äcker, Kohle, Stahl und Stein, Fleiß und Kraft und andere schöne Sachen. Selbst Geist und Güte gibt es dort dann und wann und wahres Eigentum, doch nicht bei vielen. Dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann, das will mit Bleisoldaten spielen. Dann reift die Freiheit nicht, da bleibt sie grün. Und was man auch baut, es werden stets Kasernen. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht. Du wirst es kennenlernen.